Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem ersten eigenen Aufbauvideo. Ich muss mal gucken, wie das alles wird. Und ich habe heute ein kleines schönes Dingchen ausgesucht, einen Jagdpanzer E100 aus der World of Tanks Serie von Kobi. Ist komplett geprintet, steht auch nochmal hier auf der Anleitung drauf. Padprinted, no Stickers und hat knapp 1000 Teile. Ein Männchen dabei. Und ja, es ist ein schöner Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal drauf los an zu arbeiten. Bevor wir hier in Langeweile verfallen. So, du gehst da bitte hin. Genau, Schritt 1. Ich hoffe mal, wir kommen einigermaßen gut voran. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber man wird es gleich sehen. So. Zack. Und dann. Kimchen. Und der Nitz, ja. So. So und so, das ist Schritt 1. Der ist über. Okay. Obwohl ich alles vorbereitet habe, passieren mir Fehler. Finde ich sehr witzig. Schritt 2. Er wird nur noch Teile rumsuchen und klingeln und blumm. Aber es soll so sein. So, habe ich eigentlich dran. Mit der ist ein zweiter nach vorne gerutscht, das war wieder klar. Ich finde diese Legetechnik noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, warum man das so macht, aber okay. Ich bin nicht in der Position, mich darüber zu beschweren. Warum Kobi? Ich mag Kobi. Ich habe mich dran gewöhnt und finde es ganz cool. So, jetzt muss ich mal überlegen. So. Es ist zum einen billiger als Lego. Da kann mir keiner was sagen. Zum anderen hat es auch mal was anderes als Lego. Immer nur dieselben drei Technikmodelle. Hier sind es Panzer. Panzer, Flugzeuge, Autos. Ich glaube, Häuser haben die auch mittlerweile. Ein eigenes Stadtkonzept haben sie ja auch. Und was weiß ich, die haben gut aufgeholt. So, wir kommen voran. Schritt 3. Müsstest du sein. Ja. Nicht runterfallen lassen, bitte. Danke. Okay, ich sehe schon, ich habe mich in der Vorbereitung ein paar Mal verzählt, aber egal. Das hat euch ja nichts zu tun hier. Hauptsache, wir kommen zügig, zügig voran. So, Kacke hier. Gut, Kacke ist es nicht, es ist recht solide. Ich habe auch andere Panzermodelle ausgetestet und muss sagen, Kobi macht einen guten Job. Die laufen flüssig, da musst du nichts kleben, nichts fuschen, weil alles super ist. So, zack. Zack. Für die Leute, die sich wundern, warum ich kein Unboxing gemacht habe und was weiß ich. Ich habe das Modell schon mal aufgebaut im Stream. Dann habe ich mal getestet, ob man das Modell auch wieder auseinandernehmen kann. Und ihr seht, man kann Kobi auseinandernehmen. Ich empfehle dafür einen Teiletrenner. Aber man braucht ihn nicht. Ja, andersrum. So, so und so. Man kann es auch mit, wenn man stabile Fingernägel hat, mit stabilen Fingernägeln machen. So, Schritt 3 haben wir gemacht. Schritt 4 wäre dieser hier. So. Das wie am Fließband hier gerade. Dasselbe nochmal grün daneben. So. Zack. Zack. Ne? So. Schön, schön, schön. Ich mag auch, dass die Steine hier schön glänzend sind, alle dieselbe Farbe haben. Das schafft Lego ja teilweise nicht mehr. Habe ich gehört. Ich bin jetzt nicht so wieder in der Lego-Szene drin. Ich muss mal leider hier runter. Das sehe ich gerade. So ist drauf. Schön. Schritt 5. Wir kommen voran. Recht subtil, möchte ich mal mehr anmerken. So, wie kommt ihr jetzt drauf? Okay, jetzt kommen die.
Vorne an die Ecke. Na, ja, das war wieder klar, weil ich zu viel Druck aufgebracht habe. Aber das ist nichts im Vergleich zu Zingbau oder so, wo du wirklich mit Kleber arbeiten musst. Das ist halt echt nicht cool. Das muss nicht sein, das mag ich nicht. Das ist nicht mein Fall. Und so. Schön, ne? 5 Minuten, rechts zu links rankommen. Nächster Schritt. Ups. Und das ist genau das, was ich nicht haben wollte, dass die Teile runterfallen, während ich die Arbeit mache. So, wieder scharf. Fokus, Fokus, Fokus. Da habe ich echt Probleme mit dem Fokus auf dieser Scheißkamera. Was ist da los? Hallo? Jetzt? Warum auch immer? Ich verstehe es manchmal nicht. Technik, die begeistert. Man kennt es. Man liebt es. Man weiß es. Würde ich mal so dazu behaupten. Ich beanstande das jetzt einfach mal, dass ich das so sagen kann. Bemängeln das? Ich habe keine Ahnung. So, nächster Schritt. Oh, ich kann von die Achsen. Schön. Schön, schön, schön. Ganze Kacke mit der Achse rein. So. Einfach nur so eine Dinge hier. Und die werden jetzt 16 Mal angebracht. Wundertoll. Ich meine, es gibt schönere Situationen. Die Figur wackelt gerade hier rum. Hast du nur Geräusche zu machen? Mal gucken, wie das läuft hier. So. 1000 Teile. Ich habe beim ersten Mal echt lange dran gesessen, weil ich einiges falsch gemacht habe. Ich muss mich erstmal an das Kobi-Konzept gewöhnen. Aber weil ich jetzt schon ein paar Kobi-Modelle gebaut habe und mit euch wahrscheinlich noch ein paar mehr bauen werde, ist alles cool. So. So, 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 so. Einmal dran hier. Passt. Ich weiß, es ist ja eintönig, die ganzen Achsen anzubringen, aber es ist halt bei einem Panzer normal, dass da mehrere Achsen rum existieren, denke ich. Ich habe mir das Modell auch primär gekauft, weil es irgendwie eine Limited Edition war. Oder so eine halbe, also fast vor Ausverkauf. Und für, ich habe gezahlt, ich glaube 30, 40 Euro. Für ein so großes Set ist nicht schlecht. So, jetzt kommt die hier. Die kommt einfach hier so drauf geklatscht. Lange Platten. Zack. Zack. Und zack. Schön, schön. Und jetzt wieder Fliesen. Wunderschön. Nee, 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 nee. So, mal kurz gucken. Hier fängt es an. Geht's weiter. So. Okay. Alles richtig. Aktuell. Alles schon quer. Passt. So und so. Alles dran? Passt. Schön. Das war schon Schritt 8. Wir sind gut in der Zeit. Ich muss das mal anmerken. Das Vorbereiten hat ewig gedauert, aber was willst du machen? So, der kommt jetzt. Nein, der nicht. Oh oh. Warte. So, 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 so. Der ist zu klein dafür? Willst du mich verarschen? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Genau das, was nicht passieren sollte, ist passiert. Ach so. Warum? Deswegen bin ich so verwirrt. Okay. Jetzt sieht das auch schon wieder viel besser aus. Ja, guck mal. So muss das laufen. Einmal falsch umgedreht. Das ist jetzt alles gleich große? Kann irgendwas nicht stimmen. Dürfte gar nicht so sein. Mhm. Okay. Also. Muss ich gleich nochmal gucken. Der so. Der so. Ja, der ist zu schmal dafür.
Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kurze Pause. Weiter geht's. Ich habe die Teile gefunden. Okay. Ich habe mich wirklich um zwei Platten getäuscht. Das ist das Problem, wenn alle gleich aussehen. Warte mal. Oh. Sehe ich das gerade richtig? Oh, ja, ich sehe es richtig. Nope. Nope, nope, nope. Ein Fehler gemacht. Super, 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 super. Ja, warte, ich muss das nochmal. So, jetzt kann weitergehen. Oh Gott. Also, mein Fehler war jetzt, dass die hier ein zu weit nach außen geschoben waren. Und deswegen lief es nicht gut. Jetzt habe ich das korrigiert und es kann weitergehen. So, das ist jetzt ein 7er, der kommt hier hin, vernünftigerweise. Und die zwei 6er kommen einfach jetzt hier dran. Bin jetzt ein bisschen nach hinten geworfen, aber okay. Schritt 10. Das so viel gedrückt? Na nö. Scheint richtig zu sein. Okay. So, ist noch richtig rum ausgerichtet, ne? Jupp. Gut. Was ist denn hier? Oh, jetzt sag nicht, der ist ein zu weit vorne. Oh, ich kotze heute noch. Was ist denn heute los? Hä? Irgendwas habe ich vergessen. Ich bin verwirrt. Oh, das ist die falsche Seite. Ich bin so blöd. Ich verdrehe das immer. So, jetzt aber. Gut. Also der soll hier drauf. Hä? Ist er? Okay, das sind die beiden. Gut. Ja, okay. Verwirrung. Gut, jetzt kommt der hier drauf. Ups. Bleib ruhig, Kamera. Der hier. Ich entschuldige mich, dass ich gerade rumgefailt habe, aber ich gehöre dazu, denke ich mal. So. Und dann geht das bündig auf. Das ist doch schön. Als ob wir das gewollt hätten. So, und jetzt geht es einigermaßen flüssig voran. Yes. Schritt 10 erledigt. Schritt 11. Du müsstest gehen. Von nach vorne. So, dann kommt hier die Platte drauf. Sieht gut aus. Dann kommt der hier drauf. Ist doch zu lang. Ist das richtig? Ja, er ist zu lang. Oh, nochmal ein Ersatzteil. So. Der sieht besser aus. Okay. Ja, so eine Vorbereitung läuft nicht immer gut. Merke ich gerade. Mal gucken, wie ich das beim nächsten Mal machen werde. So, und der kommt hier ans Ende. Genau. Schritt 12. Juhu. Das ist. Ich muss mal gucken, muss der sein. Ja, das ist der Satz. Okay. Also, hier vorne die beiden. Das sind spästige Teile. Noppen müssen oben sein. Ich habe mich da schon einige Male verhaspelt, weil es gibt genau dieselben Teile, was andersrum ausgerichtet. Auf die Seite. Gut. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. So und so. Schön. Jetzt geht das auch alles vernünftig voran. So, guck mal, es läuft doch jetzt. Sagte er und fehlte gleich wieder mit irgendwas wahrscheinlich. So, herrlich. Oh, jetzt kommen schon die Achsen. Ui, das ging ja flöt. Okay. Also die Primärachsen kommen jetzt. So, der kommt so in die Mitte. Dann kommen die hier. Man beachte, die sind deutlich länger als die da. Man sieht es auch. Hat einen gewissen Grund, ich zeige es gleich. Weil das ist der nächste Schritt. So. Da kommen jetzt nämlich die Räder drauf gesteckt. Diese formschönen Dinger hier. So. Die muss man natürlich erst aufbauen. Hier rum. Ne, so. So rum, so rum. Dann hast du wunderschöne Räder. Das zweimal. Genau. So. Stell ich mal da ein. Und dann noch. Teile anbringen. Diesen Gedöns hier. Ist das richtig?
Nachmessen? Jupp, ist richtig. Gut. Ich bin ein bisschen paranoid mittlerweile. Weit rum. Sieht doch gut aus. Es wird. Falsch rum. Falsch rum, falsch rum, falsch rum. Nicht so nervös sein. Nicht so nervös sein. Okay, passt. Ja, kommst du her. So. Und dran da. Ich glaube, ich brut mich mal wieder ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen. Scheint so. So weit wie rum. Nippel nach unten. Also so. Gut. Der Scheiß kommt jetzt hier so dran. Genau. Gut. Läuft gut. Läuft gut. Jetzt kommt was? Der da. Ein kleiner Arbeitsschritt. Okay. Damit lässt sich leben. Der kommt hier dann hin. Der klobige Brocken. Dann kommt der. Warte, so. So ist richtig, ja. So hier drauf. Und hier wieder dieses komische KJ irgendwas, was beim Kobi-Pack immer dabei ist. Keine Ahnung. Mal beiseite. Und wo ist jetzt auch noch ein Steinchen? Hä? Ach, sie liegt noch da. Ups. Okay. Die kommen hier vorne an die Blinkers. Na. Na, na, jetzt haben wir es. Okay. Ich bin ein bisschen kirre, merkt man, ne? Die Beinsteinchen. Gut, haben wir gemacht. Jetzt geht's weiter mit Schritt 15. Nee, 16 sind wir schon. Wieder ein paar Teile. So, hier ist das Teil andersrum, was ich meinte. Da geht's nach innen. Da sind die Nippel innen. Die Noppen. Und das passiert jetzt öfters mal, weil hier noch kein Druck drauf gebracht werden kann, bis die Stabilisatorenplatte drauf ist. Sonst fliegt die Achse hier mal runter. Ist okay, aber nervt manchmal ein bisschen. Ist richtig, so. Und so. Jetzt wird es doch langsam. Man sieht noch nicht, dass es ein Panzer werden soll, aber es geht in die Richtung irgendwie. Irgendwann mal, wenn wir groß sind. Das sind die, genau. Okay. So. Da hinten. Ist ja nicht zu groß. Das ist ein Achter. Soll ein Achter sein. Okay. Ich da frag das nicht. Gut. Nee, scheint zu stimmen. Gut. So, der so in die Mitte. Und dann dieser und der daneben. Hey. Jetzt Schritt 18. Wir haben jetzt Zeit gemacht. Eine Minute pro Schritt ist okay. Finde ich gut als Richtwert. Kann ruhig noch schneller werden. Gucken. Vielleicht wird das noch schneller. So, jetzt muss man gucken. Okay, die lange Dingens. Ist nicht lang genug. Hä? Warte mal. Ach so. Ach so, das ist so gemeint. Okay. Ich war gerade verwirrt. Okay. Da kommen diese Special Noppensteine rein. Ja, genau so. Dann kommt der hier vorne hin. Und die beiden teilen sich das Loch Ness. Irgendwie so und so. Und der Nippel kommt hier unten hin. Yes. Sieht gut aus. So soll es sein. Einmal umblättern. Jetzt kommen die Achsen dazu. So, also. Die sollen so stehen. Genau. Passt, passt. Jetzt passt Bucket und hat Luft. Kommen diese langen Achsen hier rein. Herrlich. So. Und der kommt jetzt einfach hier drüber. Fertig. Jetzt kommen noch die Feder drauf. Wie sie wegrollen. Die wollen nicht im Bild sein. Aber sie müssen. So. Schön. Na, kommst du her. Und so. Und dann kommt ihr noch wo drauf? Da.
denn das? Ah, eine Fusel, okay. Sieht aus wie gewollt. Das kommt jetzt hier vorne drauf geklatscht. Ja, aber das ist wieder ein sehr fummeliges Teil. Warum? Ah, jetzt. Okay, jetzt ist drauf. Gut, passt. Nächster Schritt wäre dann dementsprechend der Motor. Hier kommt nochmal so eine Platte drauf. Und jetzt kommen in Richtung so oben, ja, diese Special Teile rein. Motor, wunderschön. Jetzt kommen alle diese. Okay, es wird. Wir sind gleich durch mit dem ersten Arbeitsschritt. Das ist schön. So, der hier hin. Genau. Genau. Na, gehst du da rein? Hallo? Was ist denn los? Nervös? Hallo? Was ist denn los? Jetzt ist er drin. Okay. Ich halt drin. Ja, ist er. Oh Gott. Ist eine kleine Schiefstellung, was immer wieder blockierend wirkt. Okay, muss ich gleich mal gucken, vernünftig. So, der hier hin. Dahin. Dann die beiden Dreier. Hier so hin. Der Vierer hier in die Mitte. So. Nein, die stehen dann über. Fuck. Okay. Mein Fehler. Er hat Fuck gesagt. Darf er das? Ich denke ja. So. Und die beiden. Ist mir das, denke ich, abgefallen, weil kein Widerstand da ist. Okay. So. Jetzt ist ein bisschen nach hinten gerufen. Ich glaube ja. Okay, den habe ich. Nächster. Ach, Scheiße. Jetzt kommen ganz viele Plättchen und ähnliches. Aber gehört wohl dazu. Denke ich mal. So. Also, die Platte kommt hier hin. Dann kommt der. Nicht daneben. Die Platte ist falsch. Nein! Die Platte müsste das sein, ne? Genau, so. Da kommt der daneben. Dann gehst du nochmal beiseite, weil ich das gerade nicht gebrauchen kann. Dann kommen die zwei langen hier hin. Na, so. Und. Ja, passt. Perfekt bündig. Schön. Lass mich einmal gucken. So, jetzt kommen diese Dinger hier hin. Dann brauche ich ein Sechsersteinchen. Genau. Na, gehst du. So. Dann kommen zwei längere. Die werden mittig drauf gesetzt. Und der wird oben drauf geklatscht. Warum brauche ich dich? Na, du kommst hier hin. Okay. So, und dann kommt der so hier drauf. Schön. Haben wir den auch fertig. Nächster Schritt. Oh, jetzt kommen die letzten Teile. Okay, gut. Also. Jetzt kommt die Endverkleidung. Da sind wir schon durch mit Part 1 des Aufbaus. Los. So, dann kommt er. Dann kommt er. Eine Lücke. So und so. Geschafft. Nächster müsste jetzt so sein. Genau, steht da über. Passt. Dann der, der. Ups. Riemchen und Fünfer, genau. So, passt. Und letzter Schritt. Nee, vorletzter Schritt. Jetzt mal kurz gucken. Ja, okay, es geht alles auf. Schön. So, der so. Ja. Passt. Dann der hier. Passt auch. Wunderschön, als ob wir nie was anderes gemacht hätten.
Der soll überstehen, passt auch. Herrlich. Der soll jetzt wo drauf? So. Der soll einen frei haben, passt auch. Okay. Dann habe ich den, habe ich den, habe ich. Jetzt brauche ich noch so ein Zweiersteinchen, genau den. Der soll hier vorne dran. Und die beiden Scharnierteile. So, das wär's. Das wäre der Schritt. Und jetzt Finale. Das heißt, hier glatte Fliese drauf, dann Abluftfliese drauf. Noch eine Abluftfliese drauf. Hey. Abluftfliese und Abluftfliese und eine glatte Kachel. Warte. Ah, mein Fehler. Die kriege ich jetzt nochmal ab. Ich hoffe. Ich hoffe. Müsste aber eigentlich gehen. Und ja, bin runtergekommen. Gut. So. Ah, okay, ich habe denselben Fehler nochmal gemacht. Mein Fehler. Na, geh ab. Okay. So. Zweimal denselben Fehler an einer Session ist gut. Jetzt kriege ich den nicht ab. Scheiße. Das Übliche. Wie man es von Kobi kennt und liebt. Okay. Pinzetten helfen. Gut. Den ein zu weit nach rechts geschoben. Dann war der nicht mehr bündig daneben. So. Haben wir jetzt alles? Nein. Es fehlt noch der. Und der. Der muss jetzt bündig abschließen. Und dann kommt das einfach auf den Panzer drauf. Und dann wäre Arbeitsschritt 1. Gut erledigt. Genau. Jetzt wird das verheiratet. Ungefähr so. Nicht nur ungefähr. Es kommt einfach so drauf. Viel Druck, man hört es, zerknacken, knistern. Und das wär's mit dem ersten Arbeitsschritt.